Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Vampire's Dawn, The Crimson Realm. Was ist das denn? Oh Gott. Ein Charakul. Irgendwas sagt mir, dass es starke Gegner sind. Einfrieren. Ah, oh, nee, Blutfrost. Ist natürlich eine Scheißfähigkeit von denen. Oh, hol mal erstmal den ersten weg. In der nächsten Runde. Durch Blutfrost kann ich halt niemanden heilen. Gut. Greif einfach Helene so an, dann ist alles gut. Oder mach nochmal Blizzard. Nicht so angreifen, du Arsch. Kann ich sie nicht heilen? Ah, ich muss einfach mal heilen. Ja. Blutfrost verhindert Heilung. Gott, sie ist platt. Verdammter Blutfrost. Starke Seelen. Der sieht getoastet aus, der Gegner da. Oder die Leiche. Wenn sie nur keinen Blutfrost machen, dann ist alles gut. Das ist zwar auch nervig, aber nicht so schlimm. Passt. Also ernsthaft, das muss doch jetzt nicht sein. Okay. Das ist natürlich echt schlecht, wenn ich Asgard gar nicht heilen kann. Hoffen wir, dass er auf Erlen oder Valnar geht. Und jetzt greift Erlen an. Das brauche ich nämlich wieder einen Trank. Natürlich macht das nicht.
Gut, töten könnte ich, glaube ich, keine. Aber du kannst mich abpacken. Das kannst du gut. Aska, ich würde mich freuen, wenn du besser triffst. Das war knapp. Ey, er hat da trotzdem noch. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ne. Ach Mist. Wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass sie nur diese Blizzards machen, dann wäre es okay. Man kann sie eh nicht selber heilen, von daher ist egal. Und jetzt ist Walner tot. Sag mal, lässt. Du gehst mir sowas von auf Schwein. Weil der ist jetzt im Grunde wieder tot. Kann ich die anderen noch heilen? Hack die jetzt in Stücke! Du Dreckvieh! So. Die sind schon echt eklige Gegner. Feuersalz. Ist garantiert noch mehr zu finden von denen. Oh. Oh, hallo Fremde. Ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Ich habe wirklich großen Bedarf an neuen Spielkameraden. Kommt doch näher. Keine Angst, ich beiße nicht. Noch nicht. Was? Ein Kind mit dem Wald? Ich glaube, stimmt das Ganze gar nicht. Zieht das Blut in die Knochen? Lass uns vorsichtig sein.
Ja, einfach hinrennen. Klingt nach einer guten Idee. Ich kann nicht speichern oder sonst irgendwas. Oh, ihr seht so saftig lecker aus. Es freut mich wirklich ungemein, dass ihr den Weg in meinen Wald gefunden habt. Du bist ganz offensichtlich kein Kind. Was bist du dann? Lasst uns ein Spiel spielen. Wenn ihr gewinnt, lasse ich euch euer Leben. Falls nicht, habe ich ein sehr üppiges Mahl vor mir. Was denn für ein dummes Spiel? Eines, bei dem ihr euer Leben behaltet, falls ihr gewinnt. Warum sollten wir dich nicht einfach so abschlachten? Weil ich unsterblich bin, deshalb. Und macht euch nicht die Mühe, fortzulaufen. Ich bin so viel schneller als ihr. Bezweifle ich doch sehr stark, dass irgendetwas oder irgendjemand auf dieser Welt unsterblich ist. Wollt ihr es wirklich herausfinden? Oder wollt ihr mein Spiel um euer Leben spielen? Lass uns spielen. Wie wunderbar. Es wird mir eine Freude sein, zu sehen, wie ihr um euer Leben spielt. Was soll nun für ein Spiel sein? Nun, es ist ganz simpel. Ihr müsst mich im Blick behalten. Dies sind zwei Illusionen von mir, die nur dazu dienen, euch zu verwirren. Wir spielen 6 Runden. In jeder Runde müsst ihr mein wahres Ich benennen. Falls ihr auch nur einmal daneben liegt, werdet ihr sterben. Hihi. Und wenn wir immer richtig liegen? Hört ihr mir überhaupt zu? Das ist ein Spiel um Leben und Tod. Euer Leben oder euer Tod. Falls ihr immer richtig liegt, dürft ihr leben. Falls nicht, Motivation genug? Nein, ich spüre, dass du dann verschwindest. Weit, weit weg. Ihr wollt noch mehr als nur weiterzuleben. Interessant. Na schön, je mehr ihr fordert, umso größer wird eure Enttäuschung. Falls ihr gewinnt. Und das hat noch nie jemand geschafft. Werde ich diesen Wald verlassen. Ich will für dich hoffen, dass du dein Wort hältst, Kreatur. Das werden wir sehen, falls jemand so weit kommt. Seid ihr bereit? Dann legt los. Gut aufgepasst. Denkt daran, ihr müsst mein wahres Ich benennen. Das wird garantiert noch richtig pervers. Rechts. Sehr gut, habt das Spiel verstanden. Schon zum Beispiel musste ich bereits nach der ersten Runde verspeisen. Das ist so langweilig. Aber mit euch spiele ich weiter. Beginnen wir die zweite Runde. Und wo ist mein wahres Ich? Nochmal rechts. Sehr gut. Bei euch habe ich das Gefühl, dass ihr erst kurz vor dem Ziel scheitern werdet. Beginnen wir die dritte Runde. Wo ist mein wahres Ich? Das ist in der Mitte. Es fällt euch leichter, wenn ihr den Finger über den richtigen haltet, weil dann achtet ihr nicht auf die anderen. Ist wirklich gut. Ich freue mich schon auf den Ausdruck in euren Gesichtern, wenn ihr erkennt, dass ihr so knapp vor dem Ziel gescheitert seid und sterben müsst. Vierte Runde. Gebt fein acht, es wird immer schwieriger. Ich glaube, das wird noch richtig schlimm. In der Mitte. Was mein wahres Ich? In Ordnung, gut gemacht. Ich spüre schon den Druck, der in euch aufsteigt. Was, wenn ihr jetzt verliert? Fünfte Runde. Es sind noch 2 Runden. Das war schon gemein. Da es offenbar für euch bislang zu einfach war, erhöhe ich die Schwierigkeit noch weiter. Ah, toll, noch mehr Leute. Dann macht euch bereit. Das wird richtig schlimm, glaube ich. Da wird noch mehr passieren als nur dieses Springen, glaube ich. Bisher geht's noch. Solange sie nicht so dämlich rumspringen, ist das okay. Ganz rechts.
hervorragend. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Sie sind die ersten seit Wochen, die letzte Runde geschafft haben. Aber hatte ich erwähnt, dass in dieser letzten Runde bislang wirklich jeder versagt hat? Du redest zu viel. Gleich werden wir dein dämliches Spiel gewinnen und du wirst für immer von hier verschwinden, verstanden? Ich liebe den Ausdruck in euren Augen. Die Erwartung zu siegen, wo doch eure Niederlage gewiss ist. Es wird deine letzte Runde sein, Kreatur. Ich glaube, ihr werdet nun jämmerlich versagen und dann in meinem Bauch landen. Macht euch bereit für die letzte Runde! Ich glaube dem Ding eh nicht. Ich glaube, das greife ich mir wahrscheinlich trotzdem an. Wo ist nun mein wahres Ich? Ganz rechts. Das ist unmöglich. Wie habt ihr es gemacht? Ich habe Finger. Wir haben das Spiel gewonnen. Nun verschwinde von hier. Ganz weit weg. Das ist wirklich ungewöhnlich. Worauf wartest du noch? Na schön, ihr habt mich tatsächlich besiegt. Ich werde diesen Wald verlassen und mich irgendwo anders niederlassen. Es gibt noch genug andere Orte und Spiele für mich. Wirst du jemals deinen Morden beenden? Wieso sollte ich? Ich habe ständig Hunger. Aber eure Leistung war wirklich eindrucksvoll. Euch schenke ich euer Leben. Für heute jedenfalls. Falls wir uns jemals wiedersehen, freue ich mich schon auf unser nächstes Spiel. Ich mich nicht. Diese Kinderlache, die das immer wieder... Die ist sehr verstörend. Und ist ja schon dieser komische Beutel hier aufgefallen? Der ist auch nicht viel besser. Können wir denn endlich gehen? Ja, so schnell wie möglich. Wir sollten jetzt nach Schloss Farin zurückkehren, nachdem wir uns um das Problem ja gekümmert haben. Und ich freue mich, dass ich endlich mal speichern kann. Ich habe nicht Angst gehabt, dass ich diese ganzen Viecher... Moment, die 8 hat man erst, glaube ich, erst. Ja, das sieht richtig aus. Das ist ein alter Spielstand. Ah, Level 27. Da war Celine noch am Leben. Wie schön. Ah, haben wir viel Silber. So, gibt's denn hier irgendwas? Ein Pentagramm, was ich wahrscheinlich nicht benutzen kann, weil meine Menschlichkeit wieder zu hoch ist. Ich glaube aber auch nicht, dass ich dieses Vieh hätte besiegen können. Irgendwas sagt mir, dass es... Ja. Oh, ein Geist. Geht bestimmt nicht. Minus 36. Okay. Ach, opfern wir ein paar Menschen wieder. Ist schon lange her. Menschen opfern, hier sind wir schon durch, gut. Opfern wir ein paar Menschen. So, was haben wir denn hier noch? Rachepunkte nach dem Kampf? Kritische Abwehr klingt gar nicht schlecht. Was haben wir da drüben noch? Also, ich kann, glaube ich, maximal 1 machen. Oh, das ist auch gut. Macht durch Rache. 35, verdammt, das habe ich ganz vergessen, dass es so viel war. Wo könnte ich jetzt noch irgendwo ein paar Menschen opfern oder ein paar Vampire oder sonst irgendwas? Ich glaube, ich gehe erstmal in die... Das mache ich, damit ich nicht die Stelle verpasse. Auf in den Thronsaal! Ich muss noch irgendwo ein paar Menschen zusammenklopfen. Juhu, danke. Es war so gut, dass ich die am Leben gelassen habe. So.
Okay, die brauche ich jetzt nicht wirklich gerade. Okay, ich bin blank. Mir geht auch langsam das Blut aus. Ich muss mehr Blut finden. Sag mal, wir haben doch hier noch ein paar Vampire. Kann ich nicht eine davon mitnehmen? Mir gefällt es wirklich gut nach dem Schloss. Und für eure Vampire ist euch mich auch gut genug. Das sollte ihr Lebensgeister werden. Sehr gut. Aber ihr seid noch normale Vampire. Gebieter Aska, es ist mir eine Freude, euch endlich wieder zu dienen zu können. So gefällt mir das. Solange ich die nicht wiederbeleben kann, nehme ich sie auf jeden Fall nicht mit. Wenn es dann aber soweit ist, dass ich sie einfach wiederbeleben kann, dann wäre eine vierte, also eine weitere Hilfskraft nicht schlecht, weil die hatte irgendwelche tolle Fähigkeiten, dass sie Kampf auf sich ziehen, zum Beispiel, die Rache auf sich ziehen, das war's doch. Wo bin ich jetzt hier? Ich brauche ein paar Menschen. Ich glaube, die hole ich von hier unten oder hole ich Vampire? Ich brauche eigentlich Menschen. Können wir mal nach Basalan gehen. Hallo, werte Reisende. Gut, dass ihr den Weg nach Basalan unbeschadet überstanden habt. Diese furchtbaren Vampire sind inzwischen einfach überall. Ja, schlimm, oder? Kann man inzwischen wirklich gar niemand mehr trauen? In der Tat. Aber ihr seid hier sicher. Die Wachen des Heiligen Kreuzzugs sowie die Wüstensonne sollten euch vor den Vampiren schützen. Gibt es viele Wachen hier? Jedenfalls genug, damit wir uns sicher fühlen können, denke ich. Aber schaut euch gerne selbst in der Stadt um. Gibt es hier irgendwelche besseren Orte? Besonderen Orte? Es wäre zum Beispiel unser Glaubensraum oder das Trainingsgebäude. Und wir haben aktuell Herrn Yasin zu Besuch. Wer ist das? Ihr kennt den Yasin nicht? Er ist einer der größten Schneckenexperten dieser Welt. Hey, das ist gut, da kann ich dir eine Quest machen. Schnecken? Ich habe eher mit Maden zu tun. Menschliche Maden. Mit Maden kennt er sich vielleicht auch aus. Vielleicht sogar mit Arten, die Menschen ähnlich sind. Das gerade wirklich gruselig klingt. Aber am besten fragt ihr ihn selber. Schon gut, ich glaube, das war anders gemeint. Ein Glück, sonst hätte ich vielleicht noch Albträume bekommen. Mir scheint schon zu wissen, dass es auch giftige Schnecken gibt. Wirklich? Das klingt nicht besonders realistisch. Doch, es ist wahr. Die Eisen hat mir davon erzählt. Wirklich gruselig. Na schön, dann bin ich schon gespannt von dieser Herr Ja. Herr Ja, sind uns so erzählt. In Ordnung. Da genieße ich auch einen Baseland. Danke. Euch auch einen schönen sonnigen Tag. Hier geht es bestimmt auch wieder 100.000 Quests anzunehmen. Oh, und 100.000 Sachen zu klauen. Warum so geil macht der Bürgermeister nichts? Und wo kriege ich diese Kerle überhaupt? Wenn es so weitergeht, verdursten wir noch. Und das wäre schlimm? Was redest du da? Und wer seid ihr überhaupt? Wir sind nur Besucher der Stadt und schauen uns ein wenig um, ob jemand unsere Hilfe benötigt. Oh ja, ich bin mir sicher, unsere Hilfe ist überall gefragt. Vielleicht könnt ihr ja wirklich helfen. Wenn ihr von außerhalb kommt, dann kann das nur unser Vorteil sein. Was ist denn dein Problem? Wie ihr vielleicht bemerkt habt, führt durch Basalan kein Fluss, aus dem wir Trinkwasser entnehmen könnten. Wir haben nur ein paar Tümpel, die aber kein Trinkwasser beherbergen. Und unsere Brunnen sind schon langsam ausgetrocknet. Aber daher holen wir unser Wasser von einer Oase unweit der Stadt. Doch die Oase wurde von Monstern überrannt. Und dieser Feigling des Bürgermeisters traut sich nicht, einen Trupp Männer dorthin zu schicken. Doch wenn wir die Oase nicht bald von den Monstern befreien, werden wir hier verdursten. Da können wir sicherlich helfen. Nicht so vorschnell, Walder. Was könnte uns als Gegenleistung bieten? Die Dorfgemeinschaft dürfte sich sicherlich einiges kosten lassen. Ich könnte von allen Bewohnern Esfilar einholen. Das würde reichen, um euren Aufwand lohnenswert zu machen. Dann will ich mal hoffen, dass ihr eure Taschen nicht schön, auch schön für mich leert. Oh Gott sei Dank, endlich jemand mit Mut und Tatendrang. Es gibt doch noch Hoffnung in dieser trostlosen Welt. Also Gott hat damit garantiert nichts zu tun. Wo ist denn die Oase von den Monstern? Geht ein Stück Richtung Westen. Dort solltet ihr nicht. Ihr solltet sie nicht verfehlen können. Wir kümmern uns darum und sind bald wieder da. Dieses Spiel hat unglaublich viele Quests. Was ist das da? Oh cool, die macht Geräusche. Und da haben wir auch schon eine schöne Kiste. Frakturschnitter. Klingt doch nett. Eine Level 65er Waffe.
Keiner kann sie anziehen, okay. Hey, Tümpel. Hallo, Fremde, ihr habt euch eine ungünstige Zeit für einen Besuch ausgesucht. Basalein hat enorme Probleme. Vorhin wurden wir noch freundlich und schon fast überschwänglich begrüßt. Mutig von Fidina. Ich fürchte, sie lebt in dem massiven Irrglauben, dass sie in dieser Stadt sicher wäre. Doch die Wahrheit ist, dass uns das Wasser ausgeht. Und unser Bürgermeister ist einfach abgetaucht. Der wäre doch der verrückte Jarik, der sich unermüdlich der Suche nach einer Blutrose verschrieben hat. Doch diese Pflanzen sind hochgefährlich und haben hier nichts zu suchen. So furchtbar klingt das jetzt nicht. Ich sage es euch ganz deutlich, diese Stadt ist im Untergang geweiht. Ich sehe einige Wassertümpel. Da sollte es doch auch ausreichend Wasser geben, oder? Hätte ich jemals etwas Wasser draus getrunken, wäre euch klar, dass dieses Wasser ungenießbar ist. Wir holen unser Wasser aus der Oase im Osten. Doch das geht nur nicht mehr. Wir werden alle sterben. Ich dachte, diese Besten. Mit dieser Einstellung ganz sicher. In 3 Monaten ist diese Stadt zu einer Geisterstadt geworden. Dann sollte man die Menschen hier noch so lange nutzen, wie sie da sind. Was? Meint ihr das? Schon gut, das war's. Das wirst du vielleicht schon bald bemerken. Ich sollte vielleicht schon mal meine Sachen packen, aber wohin kann ich noch gehen? Mit euch rede ich mal lieber nicht, das hat sich als schlecht erwiesen. So, was kann ich denn bei euch alles klauen? Oh, Feuersalz. Toll, da hat wohl jemand eine Blutorgie getrieben. Wie toll. Oh, ein Trank der Ewigkeit, das hat sich wirklich gelohnt. Also hier ist definitiv ein Vampir. Diese Küche hat offenbar auch ein kleines Geheimnis. Ja, da brauchen wir den richtigen Schlüssel, um reinzukommen. Ach, das ist die Kirche. Ich werde euch gleich ausplündern. Essen, aber das kann ich nicht benutzen. Ha, willkommen, werte Reise. Seid ihr hier, um in der Kirche Unterschlupf zu suchen und euch zu ein wenig auszuruhen? Nein, sie will ich. Oh, aber seid versichert, dass unser Gott allen Reisenden ein warmes Bett und ein frisches Brot bereithält. Alles, was er im Gegenzug verlangt, ist eine kleine Spende im Klingelbeutel. Seit wir Bedarf an ein Bett und das Brot haben, denkt mir daran. Unsere Truhen stehen, Türen stehen euch immer offen. Ah! Ich kann nur sagen, die Bilder sind echt toll. Und wenn man sich das, sie weint ja auf dem rechten Auge. Und wie dezent das Blut ist von Vampiren, wenn sie weinen. Das nehme ich für Dariana mit. Ich habe keine Ahnung, welche Gemälde ich jetzt schon alle habe tatsächlich. Ich habe erst überlegt, ob ich mir aufschreibe, habe ich aber nicht gemacht. Oh, hallo Fremde. Seid ihr um zu beten? Papa hat gesagt, dass er jeden Tag für unser Wohlergehen beten. Damit der liebe Gott für euch sorgt, schickt er lieber morgen ein leckeres Brot und schickt er euch jeden Morgen ein leckeres Brot und guten Wein. Wobei trinkst du schon Wein? Was? Macht euch über Gott lustig? Gott bringt kein Brot oder Wein. Gott schützt uns vor dem Bösen dieser Welt. Und was wäre, wenn ein Vampir direkt neben dir stünde und du wüsstest es noch nicht einmal? Würde dein Gott dich schützen? Nur wer an Gott vertraut, wird seine Liebe und seinen Schutz spüren. Dann passt lieber gut auf. Nicht das. Trotz dem Schutz seines Gottes ein kleines Unglück passiert. Nur kein großes. Askel, hör schon auf, dieses Mädchen einzuschüchtern. Es macht einfach zu viel Spaß. Irgendwann kommt der Moment, an dem dir das alles noch leid tun wird. Reines Wunschdenken, Walner. Reines Wunschdenken. Bischof Asmodeus ist der weiseste Mensch, den ich jemals gehört habe. Diese Kirche hat mir schon so unendlich viel Kraft gegeben. Ich werde ihr all mein Filar vererben. Du glaubst an Gott, damit er dich in dieser Welt vor einem Vampir und einem anderen Unheil schützt? Bischof Asmodeus sagt, dass Gott unseren Seelen ewigen Frieden schenkt. Selbst wenn wir uns auf dieser Welt nicht mehr schützen können, werden unsere Seelen unendliche Freude spüren. Eure Seelen? Nun, ich will deinen Glauben ja nicht in Frage stellen, aber spart euch eure Worte. Ich kann niemand mehr vom Gegenteil überzeugen. Ich bin alt und werde meinen Gedanken sterben, dass meine Seele unsterblich ist. Wenn es dir hilft, das Leid auf dieser Welt zu ertragen,